Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gevloggt. Ich habe mich gerade versucht zu erinnern, wann das letzte Mal war, aber ich... I don't know. Ich habe diese Woche irgendwie extrem viel zu tun und komme nicht ganz dazu, dass ich ein Video mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mich jetzt einfach mal mit. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober. Es ist 5.44 Uhr in der Früh und ich muss jetzt dann gleich zum Zug gehen. Und habe heute und morgen einiges vor. Ich kann natürlich im Krankenhaus nicht filmen. Ich glaube, das ist eh selbsterklärend. Aber ein bisschen rundherum vielleicht. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Hi, kurzes Update. Ich bin gerade am Campus, wie man unschwer erkennen kann. Ich war gerade kurz in der Bib und habe mich ein bisschen auf mein Referat vorbereitet, das ich jetzt gleich im Rahmen vom Journal Club, das ist ein Freifach, in dem ich bin, halten werde, über die Diagnose eines Mantelzell-Lymphoms. Und ja, ich hätte eigentlich auch noch so eine Art Besprechung gehabt, aber dies ist doch ins Wasser gefallen, weil der Professor, mit dem ich mich getroffen hätte, doch keine Zeit gehabt hat. Also verschiebt sich das jetzt wahrscheinlich auf nächste Woche, aber ja. Aber wird schon passen. Ich hoffe mein Vortrag verläuft. Guten Morgen. Willkommen. Ich bin gerade kurz vorm Med-Campus und es ist Freitag, der 28. Oktober. Es ist viel zu bald in der Früh. ich wollte euch heute nochmal mitnehmen durch meinen Tag. Ich hoffe, euch hat das gestern ganz gut gefallen. Und heute bin ich KPJ, ganz normal. Und am Nachmittag ist dann eine Fortbildung am Med-Campus zum Thema Chirurgie. Und das geht dann morgen weiter. Thank you.
Hallo, guten Morgen. Es ist Sonntag und ich bin gerade dabei, dass ich das Video schneide, das ihr so eben anschaut. Und ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich nicht wirklich erklärt habe, was die Veranstaltung, bei der ich da eben war, genau ist. Und ich habe mir gedacht, ich hole das jetzt einfach mal nach. Und zwar hat das geheißen Fokuschirurgie. Und das ist eine Veranstaltung vom Kepler-Universitätsklinikum Linz in Kooperation mit dem Salzkammergut-Klinikum. Insgesamt war das, glaube ich, das dritte Mal, dass das stattgefunden hat, aber es gibt schon die Termine für nächstes Jahr. Also falls jemand von euch da interessiert ist, die Themen sind immer verschieden und das Ziel ist quasi, dass man einen Überblick über den Facharzt, Fachärztinnen Stoff für die Prüfung in Chirurgie ein bisschen gibt. Und ich habe es als Studentin auch super interessant schon gefunden und ich finde auch, dass es sehr fachübergreifend war. Also es ist nicht nur chirurgisch, sondern es sind zum Beispiel auch Pflegekräfte dort gewesen, die referiert haben, oder ein Labormediziner hat über Gerinnungsdiagnostik gesprochen. Ich habe das richtig cool gefunden, weil das ist so ein komplexes Thema und einfach auch als Studentin ein bisschen einen Überblick zu bekommen, war echt nice. Also ja, der nächste Termin ist 3. und 4. März nächstes Jahr über endokrine Chirurgie, Bariatrik und Ernährung. Bariatrik ist Adipositas-Chirurgie und zum Beispiel meiner Meinung nach endokrine Chirurgie ist auch super spannend für Leute, die jetzt nicht in die Chirurgie gehen wollen, sondern zum Beispiel internistisch interessiert sind oder Bariatrik, glaube ich, betrifft einen Großteil unserer PatientInnen irgendwann mal. oder zumindest die Fragestellung, bariatrische Chirurgie ja oder nein. Die nächsten Termine sind dann außerdem 8. und 9. September. Nächstes Jahr über Mammachirurgie, septische Chirurgie und Intensivmedizin, also sehr interessant. Und dann gibt es nächstes Jahr auch noch einen Termin für den 24. und 25. November über oberer GI-Trakt funktionell, unterer GI-Trakt funktionell, finde ich sehr interessant. Pankreas und Psychologie und Psychosomatik. Wenn euch das interessiert, ich werde sicher wieder hinschauen, sofern ich nicht an den letzten zwei Terminen vielleicht sogar schon arbeiten muss, weil ich ja dann schon fertig bin mit dem Studium. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe mir gedacht, so eine Art Video ist für mich die Woche ein bisschen einfacher, weil ich einfach nicht wirklich Zeit hatte, dass ich mich hinsetze und über irgendwas rede. Also ich hoffe, das hat gepasst und ja, Happy Halloween und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!